So, liebe Leute, es geht weiter heute mit dem letzten Rennen der Season 1. Wir sind zu Gast bei dem Beko Racing Showdown in Silverstone. So, wir nehmen wieder eine neue Lackierung mit. Gucken wir mal gerade, was wir so Schönes da haben. Was sagt uns hier durch? Entschuldigung. Oh Gott. Guck mal gerade rein. Das ist eh nur ein Rennen heute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gucken, wir können uns ja jetzt gerade mal ein bisschen die Lackierung angucken. Großstadt. Da ist noch ein bisschen was. Okay, da ist nichts weiter drin. Tuna. Gucken wir mal mit Tuna. Die sieht cool aus. Ja, komm, nehmen wir die mal. Nehmen wir mal Tuna. So, okay. Ja, gehen wir mal rein, ne? Macht uns keinen Unterschied zu dem Auto jetzt, was wir vorher haben. So, Silverstone sagt auf jeden Fall 6 Runden rennen. Und das ist der Showdown. So, Fahrzeuge sind immer so 2 Stück am Start. 4 Stück am Start. Unser also Teamkollege. Verrat uns doch, warum man sie im Auge behalten sollte. Sie waren schon Profis in ihrer Heimat Brasilien und mit ihrer Qualifikation für die Grid World Series haben sie den Durchbruch in die internationale Rennszene geschafft. Dafür muss man schon auf dem höchsten Niveau fahren können. Ich bin gespannt, wie sie sich da draußen schlagen werden. Ja, genau. 2 Leute, die wir tatsächlich schon eben begegnet sind. Ja, schauen wir einfach mal. Mit denen hatten wir schon ein bisschen unsere liebe Not. Ja, Silverstone ist jetzt unser nächste Strecke, allerdings immer mit der original Formel 1 Variante. Wo dieses Auto eigentlich auch herstammt. Also ist eigentlich der Renault 26. Jetzt hat er sich von Fernando Alonso. Und ich glaube, ja, eine Kulisse gefahren wurde. Und wir können sogar schon ein bisschen absitzen. Und das ist mein Ziel. Heute gibt es wieder nur dieses eine Rennen. Das sind schon 6 Runden, das wird also eine Weile dauern. Also von daher habt ihr trotzdem genug Rennen zu sehen. So, von der Stelle sind wir eben ja gestartet. Ja, das eben. Das war euch in der letzten Folge mit dem Rennen. Der Season 1. Ab Montag geht es dann weiter mit der Season 2. So, es gibt schon die gleich 2. Runde. Ich hatte so schöne Schikane mitnehmen, die war ja so gut auf dem Lauf kennen. Und wir gehen jetzt schon in Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, kann ich auch sehr entspannt angehen, das Rennen. Weil ich glaube, große Not haben wir jetzt auch nicht. Dass es irgendwas passieren würde. So, wieder hat unser Teamkollege kämpft gerade mit einem Platz 3. Ja, gegen Platz 3. Wenn es werden würde, mit uns auf dem Kräftigen wäre gut. Wenn nicht, dann geht es halt einfach zu. So. Thank you.
Okay, ich kann noch ein bisschen rein. So, geht jetzt gleich in Runde 3. Und dann haben wir noch die Runde, bis wir dann fahren, haben wir dann bis zur Erber dann Halbzeit dieses Laufes. Sehr groß haben wir jetzt keine Gegner mehr momentan. So, Runde 3. Wir müssen uns weit nach vorne arbeiten. Ich bin auch schon weit vorne. Der kleine Teamkollege, der kriegt das gerade nicht gebacken. Der kommt da, hängt zwar mit dran an den Jungs und Mädels, aber wirklich Richtung vorbei, keine Chance. Nee, ist halt rausgekommen. Ich fahre auch relativ entspannt. Zumindest einen musst du da catchen. Kann doch nicht sein, dass du da dass du alleine auf dem Treppchen stehen musst. Ah, wir fahren nur auf Platz 4. Schade. Ja, leichtes Rauskommen. Jetzt durch die letzte Schikane. Es wird doch nochmal eine neue schlechte Runde rein. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Jetzt 33,7 ist momentan unsere Bestzeit. Die haben wir auch gerade hinter uns. Wir haben gerade die Hälfte des Rennens erspielt. Wir haben noch echt viel zu fahren. Also ja, momentan liegen wir vorn. Und zwar eigentlich relativ deutlich. Ja, die da hinten schön sich bekämpfen sind, machen wir das ganze Ding ja entspannt. Und dann holen wir uns hoffentlich diesen Sieg. Dann ist das der Woche nochmal. Da raus. Gut, dass ich das Auto schön abfangen kann. So, Kollege, 2 Runden hast du noch gleich. Da hier irgendwie gerade zu biegen. Ich will hier am Podium sehen. Ich und nochmal. Noch 2 Runden. Sektor Bestzeit. Knapp, aber auch alle Runden ist halt vorbei. So, einen hat er jetzt kassiert, ja nämlich. Sehr gut. War eine kleine Vorgabe rein, wenn natürlich jetzt auch die junge Dame damit kassiert, dann und weiter wird, werden wir dann tatsächlich guter Dinge. Da hätten wir diesen Showdown natürlich auch dominiert. Aber ein bisschen brauchen wir noch.
Ah, wurde keine neue Bestzeit. Letzte Runde. Bleibt bei der 1:32.993. Aber wir sind in der letzten Runde jetzt. Schön hier durch die Essen durchgeflogen. Oder besser weiß ich nicht, denke mal nicht. Und hier geht es schön jetzt um die. Ich glaube jetzt aber nicht, dass es noch besser wird. 32.993, glaube ich, war die beste Zeit überhaupt, die wir gefahren haben. Doch, es wurde nochmal eine Bestzeit, ja, die letzte Runde. Knapp, aber es wurde nochmal. 32.860, das ist die absolute Bestzeit gewesen. Und wenn dann noch 10 Sekunden. Also wir sind ziemlich direkt am Start durch. Wir haben es geschafft. Aber nicht die ganz schnellste Runde, fällt mir sehe ich gerade. Wir haben sogar fast die mit einer der langsameren Runden. Also wir haben nur die drittschnellste Zeit, fällt mir gerade auf. Okay, da hätte ich gedacht, aber da sind wir echt. Sind die so schlecht gewesen von der Runde her? 32,5, also das ist auch gut 300stel. Weil wir sind immer wieder weggekommen von dem Rennen. Okay, na gut, muss man mit leben. So, bisschen. Haben wir jedenfalls mit der Serie durch. Und mit der Season 1 sind wir durch, liebe Leute, wir haben es geschafft. Dann sind wir halt Level 95. Jo. Okay. Sehr geil, dass wir zumindest den Kollegen da oben entstehen haben. So, Thema Season 1 ist dann mit knapp Folge 30 definitiv durch. Wir sehen uns am Montag wieder und dann starten wir durch. In die Season 2, da geht's weiter mit Classic.